extra früh aufgestanden. Ich hab so Bock gehabt, das Projekt zu machen, hab hier früh aus dem Bett gequält. Was heißt denn hier früh, du Vogel? Es ist 10:30. Ja, sag ich doch. Früh. Willkommen bei das Bastel, dem besten Bastel-Channel auf YouTube. Und der ein oder andere dürfte es von euch vielleicht kennen. Man möchte etwas schräg bohren. Oh Gott, wie schaut es denn eigentlich aus? Leg mir doch am Arsch. Das ist ja. Schau dir mal den Müll an. Du musst erst mal aufräumen, bevor du anfangen kannst, Filme zu drehen. Das Blechli normal. Meine Truppe ist immer so sauber, gell? Witzig. Also, der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich kennen. Also, mir passiert das ab und zu, wenn du etwas schräg bohren möchtest. Das heißt, du möchtest in einem gewissen Winkel etwas bohren. Gehen tut das schon. Also ich habe es bis jetzt immer so gemacht, dass ich mir halt irgendwie was dahinter geklemmt habe oder so. Blöd wird's halt nur, wenn du wirklich 2-3 Löcher in Reihe bohren willst. Das ist immer ein bisschen blöd und da schaffen wir halt Abhilfe. Wir bauen eine Vorrichtung, geht relativ einfach, relativ schnell, glaube ich zumindest. Und dann ist dieses Problem auch passé. Also, fangen wir an. So, für das Ganze würde ich euch vorschlagen, Multiplex zu nehmen. Ihr könnt auch Siebdruck nehmen, geht genauso. Ich nehme jetzt einfach Multiplex. Ich habe hier noch einfach genug Abschnitte, die wir jetzt auch mal verwerten können. Jetzt müssen wir unser Multiplex zuschneiden. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch daheim eine Tischbohrmaschine haben, die im Übrigen, das hier ist der Bohrtisch. Ich verlinke euch das Projekt rechts im Eck. Den kann man ganz einfach, der ist unten befestigt, kann man den abnehmen. Bedeutet, diesen Tisch wird jeder von euch, der eine Tischbohrmaschine hat, höchstwahrscheinlich haben, weil auf dem bohrt ihr logischerweise. So. So, unsere Grundplatte würde ich jetzt mal so, also das passt ja hervorragend, das ist ja wie zugeschnitten, hey. Unsere Grundplatte würde ich jetzt so machen, dass sie leicht breiter ist als euer Tisch, keine Ahnung, 5-6 mm Breite vielleicht. Nach hinten ist es jetzt nicht so schlimm, das ist relativ egal. Und ihr seht, ich habe hier ein Loch in meinen Tisch gebohrt. Das ist dazu da, dass ich diesen Bohrtisch, ihr seht hier unten ist die Schraube, ja, wenn das dann reinkommt in diesen Bohrtisch, dann kann ich unten mit einer Schraube diesen ganzen Bohrtisch fixieren oder arretieren, dass der nicht abhaut, weil den macht man selten runter. Herrgott, alles so staubig hier. Hier ist ja aber Werkstatt. Wenn also die Grundplatte zugeschnitten habt, die jetzt leicht breiter ist als euer Tisch, zeichne ich mir unten dieses Loch an und da werden wir jetzt auch eine Schraube einbauen, denn dieser Tisch soll ja auch schnell und einfach zu befestigen sein, dass wir nachher auch wirklich genaue Ergebnisse kriegen. So, wie bohren wir das jetzt? Ich habe hier eine Sechskantmutter, M6. Jetzt messe ich als erstes mal die beiden Flächen oben von dem Sechskant und die haben 10. Also bohre ich jetzt als erstes mal ein 10er Loch, aber nicht ganz durch, sondern nur so hoch, wie der Kopf ist. Der hier, der hat jetzt bei mir 4 mm, also bohre ich 5 mm mit einem 10er Bohrer rein. Voll der Fuchs, der Truppe, voll der Fuchs. So, wenn wir das 10 mm Loch gebohrt haben, dann bohren wir mit dem 6 mm Bohrer in der Mitte des Loch bis nach unten durch. So, hier passt dann nämlich nachher unsere Schraube rein. Ihr seht, da das Loch nicht eckig ist, sondern rund, wie so ein Loch, was so ein Loch an sich hat, können wir das nachher reinziehen. Das machen wir aber nicht jetzt, weil sonst haben wir, wenn wir bauen, immer dieses Ding unten dran. Das heißt, das machen wir ganz zum Schluss. So wird das Loch gemacht. Ich bin extra früh aufgestanden. Ich hab so Bock gehabt, das Projekt zu machen, hab hier früh aus dem Bett gequält. Was heißt denn hier früh, du Vogel? Es ist 10:30. Ja, sag ich doch. Früh. Also, Grundplatte. Die zweite Platte muss wesentlich breiter sein. Ihr seht, die ist ungefähr, ja, weniger als die Hälfte breiter. Warum? Wir wollen nachher Sachen auch festzwingen, denn wenn wir nachher irgendwas haben, was wir schräg bohren wollen, das hier, muss das ja irgendwie hier fixiert werden. Es kommen noch T-Nuten rein nachher, aber für jetzt erstmal eine Platte, die auf jeden Fall eine ganze Ecke breiter ist. Meine ist jetzt gleich hoch, ich weiß auch nicht warum, ist auch wieder Zufall, gleich hoch, that's it.
könnt die auch breiter nach hinten machen, das spielt auch keine Rolle. Das ist sehr variabel. Gut. So, hier also Grundplatte, obere Platte und ihr seht, das muss sich jetzt ja irgendwie bewegen lassen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwas hinbauen und zwar die Seiten. Und da kommt auch die Verstellung rein, dass das hier auch arretiert werden kann. So, wie konstruieren wir jetzt die Seite? Naja, dann müsst ihr auf jeden Fall Mathematiker sein. Wenn ihr nicht höhere Mathematik studiert habt, ist für euch das Video jetzt zu Ende. If you ain't talking money, I don't wanna talk. Seitenplatte, kann auch viel größer sein, das spielt keine Rolle, sägen wir es eh zu. Grundplatte, bündig die Grundplatte, dann 10, jetzt hat es gehupt, jetzt hat es mich erschrocken, 10 mm Abstand, das ist jetzt ein 12er Holz, auch egal. Und dann eure Deckplatte oben drauf und dann nehmt ihr einfach den Winkel, was euer Maximalwinkel sein soll. Ich nehme jetzt nicht allzu viel, weil die Bohrer brauchen auch noch Platz und dann zeichne ich mir das einfach an. So, und dieses Teil schneide ich mir jetzt zweimal aus. Also, was bleibt mir übrig? Frei Handsägen. So, aktueller Stand, dass auch alle mitkommen. Das hier ist jetzt die Seite, die wir freie Hand gesägt haben, aber die ist ja völlig egal, ja, denn die ist unten. Unsere normale Kante ist die Kante, die wir jetzt gleich hier draufschrauben werden als Seiten. Jetzt muss die Seite aber irgendwie hier kippen und auch noch schöner ausschauen und das machen wir jetzt. Das heißt, wir brauchen hier einen Drehpunkt, sprich wir müssen hier irgendwo eine Gewindestange durchfädeln und wir werden jetzt hier Holzklötze draufkleben, die wir bohren. So, schauen wir mal, was wir haben. Viel. Ich sage, Buche ist ganz gut. Genau, nehmen wir Buche. Muss natürlich dicker sein als die Gewindestange. Wir werden eine 8er Gewindestange höchstwahrscheinlich nehmen. Also muss euer Holz logischerweise mindestens 12 mm sein. Wie breit machen wir das jetzt? Vor allem wie? Mal mit der Faserrichtung? Ja, komm. 40. 40er Klötzle machen wir irgendwie so. Falls ihr im Übrigen neu auf dem Kanal seid, ihr könnt mal, ich verlinke euch rechts im Eck oben, da ist so ein i, eine Playlist. Ich habe, glaube ich, gefühlt schon jede Vorrichtung gebaut, wie man sich irgendwie bauen kann, unter anderem diesen Schlitten. Also, wenn ihr irgendwas an Vorrichtungen sucht, schaut da einfach mal nach in der Playlist. So, die Klötzchen bohre ich jetzt durch. Ich habe mir die Löcher angezeichnet und zwar rechts versetzt. Wieso ist er warum, kann ich euch auch nicht sagen, aber ich finde es einfach besser so. So, 8er Bohrer bzw. 8er halbe Bohrer. Wir haben eine 8er Gewindestange und auf geht's. So, die Klötzchen kleben wir jetzt drauf. Und zwar, ihr seht hier, das ist hinten. Hinten klebe ich die Klötze so drauf, dass sie nach da versetzt sind, nach da, keine Ahnung von welcher Seite ihr aus seht, und vorne, dass sie an der Kante sind. Also so leime ich die Klötzchen jetzt auf. Projekt habe ich nämlich letztens bei Pinterest gesehen, aber gedacht, komm, das brauchst du jetzt auch mal nach. Es kommt, Herrgott, Himmel, Arsch nochmal, geht wieder alles schief, oder was? Krack. So, Abi, bleib cool, ich reg mich nicht auf. Also, was ich sagen wollte, man braucht es jetzt zwar nicht super oft, das Ding, aber wenn es mal brauchst, dann hast du es nämlich nicht. Und nachdem das wirklich so fix baut ist, bauen wir es uns kurz. So, also die Klötze draufleimen. Wie schon erwähnt, gucken, dass sie nicht verrutschen, was sie nämlich recht gern tun. Die Arschgeigen, gell? Ihr verrutscht gern, ihr Arschgeigen. Aber nicht mit mir. Ich habe das durchschaut mittlerweile. Der Truppe, weißt du, der Durchschauer. Was ich euch auch empfehlen würde, wenn ihr den zweiten draufklebt, macht eure Gewindestange, also euren Drehpunkt durch. Herrgott, das habe ich vom Tisch gelangt oder was? Fix. Ja, die falsche Seite auch noch. Himmelarsch. Ich gebe jetzt auf die Nüsse. So. Dass ihr auf jeden Fall die Achse, ihr seht das jetzt gleich. So. Dass das wirklich auch da durchkommt, dass das schon eine Flucht ist. Denn es kann ja irgendwas schief laufen. Ihr leimt das drauf und merkt dann später, oh, die Gewindestange passt gar nicht durch. Das wäre natürlich echt blöd. Hab ich auch schon gehabt. Ich lerne ja auch dazu. So, während das trocknet,
machen wir schon weiter, denn es geht schon mit großen Schritten dem Ende entgegen. Das ist ja unsere Drehkonsole. Diese Drehkonsole kommt ja jetzt so an die Seite. Ihr seht, hier muss ein Loch rein. Wie machen wir dieses Loch? Wir legen uns diese Drehkonsole, Herrgott, das muss ich selber überlegen. So, wie kommt's hin? So. So. So lege ich es mir jetzt auch hin und dann nehme ich meinen Bohrer von vorher, mit dem ich diese Löcher hier gebohrt habe. Und es ist relativ unkritisch, wie das hier ist. Also ich lasse das jetzt hier, dass das hier minimal höher ist als das hier. Das ist so eine Gefühlssache, keine Ahnung, 2 mm oder irgendwas. Vorne bündig. Dann stecke ich den Bohrer einmal durch und dann habe ich unten einen astreinen Punkt, wo ich bohren muss. So, steckt schon drin und ich sehe hier astreines Loch und da bohren wir jetzt rein. So, hier nehme ich jetzt aber einen 8er Bohrer. Wieso, weshalb, warum, seht ihr gleich. 8,0. Falls ihr Bohrer sucht, die im Halbmillimeterbereich liegen, ich zeige sie euch mal, brauche ich relativ oft. Die sind von ENT, die gibt es im Halbmillimeterbereich. Es gibt genau 2 Hersteller, Pharmac und ENT. Ihr seht, 11,5, 11, 10,5, 10. Die gibt es dann im Halbmillimeterbereich. Finde ich gerade dann empfehlenswert, wenn man viel Vorrichtung baut, weil mit der 8er Gewindestange brauche ich immer 8,5. Dann habe ich Spiel drin, dann ist es nicht mehr so genau. Also, 8er Loch rein. So, das zweite lege ich mir einfach aufeinander. Es geht hier nicht um Tausendstel, Leute, ja? Macht euch jetzt keine Sorgen, wenn ihr sagt, oh, ich habe nicht so genaue Maschinen. Also hier kommt nicht, hier kommt's auf alles andere an als aufs Tausendstel. Also einfach easy bohren. Ja, genau! Easy bohren, oder was? Ich krieg schon die Meisegrische wieder, hey. So ein Scheißdreck. Ich sehe schon auf dem Sofa liegen. Der Truppi, der ist so witzig. Ich bin überhaupt gar nicht witzig. Das nochmal machen müssen jetzt. Warum? Da kommt jetzt der Holzdübel rein. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich. Da das ein 8,5er Loch ist, dreht sich das leicht. Und ihr seht jetzt hier, wenn wir jetzt hier den Bleistift hinhalten, dann kriegen wir hier eine schöne Rundung hin. Und die wollen wir auch, dass die Vorrichtung nachher gut aussieht. Heißt, wir legen uns das hin. Ich halte jetzt den Bleistift einfach hier dran. So, und dann haben wir hier die Außenrundung. So, ich säge jetzt mal extra ungenau. Warum ich es ungenau säge, zeige ich euch nachher. Ich zeige euch nämlich heute was richtig Cooles und dazu säge ich das ungenau, dass man den Strich noch sieht. In die Rundung werden wir jetzt, wo sehen, wo haben wir es? Denn diese Rundung, diesen Strich werden wir jetzt mit der Oberfräse, mit dem Frästisch sägen oder fräsen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, hä, wie will denn das machen? Ganz einfach, Leute, wirklich ganz einfach. Ihr nehmt den Nutfräser eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier keine Ahnung, was ist das? Ein 16er, ihr könnt auch ein 10er oder ein 20er, das spielt überhaupt keine Rolle. So, den spannen wir uns in unseren Frästisch ein und lassen den maximal rausstehen. So, als nächstes spanne ich mir hier ein Brett drauf. Ihr seht, das hat hier einfach einen Ausschnitt. Der Winkel ist völlig egal, Leute. Ihr könntet auch nur ein Brett nehmen, wo ein Loch ist für den Fräser. Das spielt absolut keine Rolle. Jetzt fragen sich viele, ja, warum nimmst du denn überhaupt ein Brett? Das ist ja wie ein Frästisch. Abwarten. So, das ist unser Teil mit der Linie. Ihr seht, hier ist die Linie. Und hier haben wir den Drehpunkt. Das bedeutet, wir bohren jetzt hier ganz Pi mal Auge unser 8er Loch rein. Ein bisschen schneller vielleicht. So, denn wenn wir jetzt unser Teil reinstecken, seht ihr, dann haben wir hier einen Drehpunkt. Und jetzt müssen wir nur noch dieses ganze Brett so einstellen, dass der Fräser nachher wirklich exakt an unserer Markierung entlang fräst. Das mache ich jetzt auch alles so Pi mal Auge. Hier geht es ja auch überhaupt nicht um einen Millimeter oder Zentimeter. Das ist alles Pi mal Auge. Das ist, muss ich sagen, somit eine der cleversten Vorrichtungen, die ich in der letzten Zeit irgendwie verwendet habe, weil du brauchst überhaupt nichts dafür, außer ein ganz doofes Holzbrett. Ich hoffe, ich habe deine Gefühle nicht verletzt, Holzbrett. Du bist nicht doof. Ein ganz normales Holzbrett und 2 Schraubzwingen. Und schon habt ihr eine coole Vorrichtung. Ihr seht aber, unsere Oberfräse reicht noch nicht. Das heißt, ich gucke, ob ich noch ein bisschen Höhe rausquetschen kann hier. Zack, ja, kann ich. So viel kann ich rausquetschen. So, und jetzt ist wichtig.
Die Maschine jetzt noch auslassen, anschalten und dann erst zuführen. Das heißt, das Teil weit genug weg, dass dieser Fräser jetzt gleich frei drehen kann. So, und that's it. Das ist eure Rundung. Der Drehpunkt ist ja da, wo wir den Drehpunkt haben. Und so fräst ihr euch tolle Rundungen. Und so werden wir jetzt auch diesen Ausschnitt für die Gewindestange hier machen. Aber ich fräse jetzt erstmal das zweite Teil und dann geht's gleich weiter. Wisst ihr, warum ich diese Vorrichtung so liebe? Weil es gar keine Vorrichtung ist. Es ist einfach super geil. Also, Grundplatte, Schraube vorne. Und hier, ich denke, man kann schon erkennen, oben kommt dann die Plattform drauf, die dann neigbar ist. So, jetzt müssen wir aber hier auch noch eine Nut fräsen, denn die ist für die Klemmung und für die Gewindestange. Denn wir wollen das ja in der Position auch halten. So, und zwar, wie machen wir es? Ihr habt mir hier schon 8 mm Nutfräse eingespannt. Hier setze ich jetzt das Plättchen drauf, dann weiß ich, okay, das passt. Und hinten drücke ich einfach mit einem Bohrer jetzt den Drehpunkt durch. Und hier bohre ich jetzt ganz einfach nochmal ein 8er Loch. So, denn jetzt ist es so, ich fahre den Fräser mal runter, wenn wir hier hinten dann unseren Bohrer wieder rein und jetzt fahren wir hoch, dann können wir hier ganz, ganz perfekt unseren Ausschnitt machen. Und das machen wir auch jetzt. Gleiches wieder. Ich mache das Pi mal Auge ungefähr hier. Schalt den Fräser an und fahr dann mit dem Fräser hoch, bis ich ihn hier sehe. Ich glaube, ich muss von hier anfangen und in die Richtung drehen. Das merkt man, wenn der Fräser abhaut. Ihr seht auch hier wieder, ganz einfach zu machen, ohne große Vorrichtung bauen, einfach das Holzbrett. Und so einfach fertigt ihr euch Sachen, ja, wo jeder sagt, habt ihr eine CNC-Fräse daheim? Nee, ihr habt einfach nur Köpfle, könnt ihr dann sagen. Köpfle hilft aber nichts, wenn es denn passt. Das probieren wir jetzt mal. Also, Drehpunkt vorne. Hinten stecke ich jetzt einfach mal den 8er Holzdübel stellvertretend als Gewindestange rein. Oder wohl, weißt du was, ich tue gleich die Gewindestange rein. Dann sehen wir gleich, ob es geht. Dann sehen wir gleich am echten Beispiel, ob es geht. Also, Gewindestange. Sollte das jetzt nicht reibungslos laufen, dann versetzt ihr einfach ganz leicht eure Platte und fräst die Nut nochmal nach. Das geht ja recht einfach. Aber wir sehen, das geht hier wirklich wunderbar. Aber uns fällt auf, das ist jetzt nicht perfekt im Winkel. Solltet ihr jetzt diesen Tisch auch als normalen Bohrtisch verwenden wollen, dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr noch ein bisschen weiter runter fräst. Allerdings, wenn das hier zu dünn wird, ja, dann kann es auch sein, es bricht ab. Das heißt, ihr müsstet euren Drehpunkt hier weiter nach unten setzen. Aber das ist nur eine Winkelvorrichtung für mich, wo ich Winkel bohre. Deswegen passt das für mich dreimal. Es läuft sauber. Passt. Dann können wir nicht weitermachen. So, Scheibe. Jetzt wird auch klar, wo geschnitten werden muss. Jetzt seht ihr aber, dass diese Gewindestange durchs Absägen einen richtigen Zacken hat. Und das würde ich euch auf jeden Fall raten, schleift das an der Schleifmaschine ab, dann geht die Mutter auch wieder leicht drauf. Ihr seht, die Mutter geht leicht drauf. Hätte man das jetzt nicht abgeschliffen, das Gewindestänglein, dann hätte man sich schwer getan. So, das stellen wir jetzt so ein, dass das spielfrei ist. Das ist es jetzt. Zieht alle Schrauben an. Die unteren, die nicht zu verstellen sind, nur so, dass sich's leicht drehen lässt, aber kein Spiel hat. Das obere zieht ihr an. Ich habe übrigens eine Flügelmutter hingemacht, weil wenn die Plattform drauf ist, dann ist der andere Knopf zu groß. Würde ich euch auch empfehlen, nehmt die Flügelmutter.
Und jetzt mache ich es eine alte Truppi-Manier, einleimen, draufkleben und wenn es gezogen hat, mache ich noch Dübel oder und Schrauben mit dazu rein. Hat sich bis jetzt bewährt so. Also wollen wir mal. Druff, druff mit dem guten Leim. Und euch mal in Ruhe ziehen lassen. In Ruhe ziehen lassen, das kann ich auch. In Ruhe einen ziehen lassen. So, wenn es dann trocken ist. Natürlich nicht, gell, war ja klar. Aber so weit trocken, dass man die Schrauben zumindest schon mal einschrauben kann. Und das ist halt das Bequeme. Wenn du das im Nachhinein machst, dann hast du halt keine Probleme, dass das alles verrutscht und was weiß ich. Ihr müsst natürlich jetzt gucken, dass die Schraube jetzt nicht gerade hier irgendwo rauskommt. Ist klar, brauche ich nicht sagen. Deswegen zeige ich mir jetzt einfach mal an, wo die Schrauben reinkommen. Herrgott, fix nochmal. So, das läuft ja wunderbar. Ihr könntet jetzt auch noch T-Nuten einfräsen, um was drauf festzuklemmen. Aber warum ich das nicht gemacht habe, zeige ich euch gleich. So, ich habe gerade gemerkt, meins lässt sich nicht aufdrehen oder hochklappen. Warum? Diese Ecken sind im Weg. Bedeutet, wir müssen jetzt diese Ecken auf jeden Fall nochmal abflachen, weil sonst bewegt sich hier nämlich überhaupt nichts. Man sieht hier, das drückt dahin. Also die Ecke muss jetzt auf jeden Fall abgeflacht werden. So, dann machen wir uns gar keine große Arbeit damit. Jetzt sägt man einfach eine Gärung hin. Alles gut. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr rumschleifen müssen, aber ihr seht, jetzt ist das frei und beweglich. So, was würde ich euch empfehlen? Lasst einfach mehr Abstand hier zwischendrin. Also nicht wesentlich mehr, sondern nur ein bisschen mehr. Oder ihr macht es wie ich, ihr schleift es zurecht, dann geht's auch. So, eine Sache bin ich euch ja noch schuldig, und zwar, wie diese Schraube reinkommt. Das ist ja die Grundplatte. Wir haben ja jetzt das Loch, das oben größer ist. Hier kommt unsere M6er Schraube rein und das passt ja jetzt noch nicht. Aber kein Problem. Schraube unten durch. So, und jetzt ziehe ich mit der Ratsche unten einfach nur an und ihr seht, die Mutter zieht sich rein und dreht nicht mit. Zack. Und die ist jetzt auch fest in dieser Grundplatte verankert. Natürlich kann ich die wieder rausschlagen, die Mutter oder die Schraube, ganz klar. Aber ihr seht, das kann ich jetzt hier runternehmen. Meins dreht sich. Das lasse ich jetzt so. Ich könnte mir hier noch Leisten draufkleben, die in die Nuten reinkommen, dass sie es nicht verdreht. Aber ich denke sowieso nicht, dass ich diese Schraube brauchen werde. Ich wollte es jetzt nur zu Ende machen, weil ich es schon gezeigt habe mit der Schraube. Aber wir bauen es jetzt mal zusammen. Dann probieren wir mal, wie das funktioniert. So, dann montieren wir das Ganze und werden erst die Bohrungen durchführen an unserem neuen Teil. Mal gucken, wie sich das Ding so schlägt. Und jetzt zeige ich euch auch, warum ich keine T-Nuten eingefräst habe. Denn nehmen wir an, wir wollen hier was Schräges bohren, ja, dann spanne ich mir hier einfach nur ein Hölz drauf. Und aus dem Grund auch diese überstehenden Kanten. Habt ihr keine überstehenden Kanten, wie es jetzt hier der Fall ist, sondern bündig, dann könnt ihr das nirgends festspannen. Und aus dem Grund lasst die Kanten bitte überstehen, dass ihr überall Möglichkeiten habt, euch da was festzuzwingen. So, habe ich das jetzt? Und ich möchte jetzt hier in dieses Loch in einem gewissen, oder in dieses Loch, das ist so ein Scheißdreck, laber ich gerade, in dieses Holz einen gewissen Winkel eindrehen. Dann stelle ich mir den jetzt hier ein, habe mein Holz natürlich vorher idealerweise eingestellt, stelle die Höhe ein und jetzt kann ich hier ganz bequem Löcher bohren. Natürlich bohre ich in die Unterlage rein, deswegen ist ja auch eine Bohrvorrichtung, aber das ist ja auch, spielt ja auch keine große Rolle. Also, probieren wir es mal. Ihr seht, das geht schon mal sehr gut, aber ich habe jetzt gerade mal Bock, was zu probieren. Und zwar möchte ich probieren mit einem Forstenbohrer, das wäre interessant. Das heißt, ich spanne mir das Holz hier oben wirklich fest. Denn so ein Forstenbohrer, ihr wisst ja selber, der entwickelt ein wenig Kraft. Und dann probieren wir das Ganze jetzt einfach mal mit einem Forstenbohrer, ob wir da auch in einem Winkel reinbohren können. Also, gib ihm.
Also einwandfrei, wie ihr seht. Ich bohre jetzt natürlich nicht ganz durch, sonst ist meine Bohrschablone unten vollkommen im Arsch. Aber man sieht, man kann wirklich optimal im Winkel mit dieser Vorrichtung reinbohren. Und wenn man jetzt irgendwie was anderes möchte, dann spannt man sich sein Holz einfach nur anders hin und kann so im Endeffekt alles abdecken, was man irgendwie in dem Winkel bohren kann. Einfach einzustellen, ihr seht, es geht super easy, ist auch echt fest. Man könnte sich jetzt noch eine Skala hinten anzeichnen. Würde bedeuten, ihr nehmt so ein digitales Winkelmeter, nullt das auf eurer Platte, stellt das hin, 10 Grad und dann zeichnet ihr euch einen Strich 10 Grad hin. So könntet ihr euch jetzt auch noch da eine Skala hinmachen. Brauche ich nicht, ich schätze mir das immer so zurecht. Und wenn nicht, dann nehme ich tatsächlich dieses Ding, wenn ich was wirklich genau bohren muss. So, kleine, aber feine Vorrichtung. Vielleicht ist sie für den einen oder anderen was von euch. Ich darf Danke sagen fürs Zugucken, Leute. Macht es gut. Bis die Tage. Servus. Yes, I'm sitting right